Hallo zusammen, ich bin's Anna, herzlich willkommen. Ich koche hier gerade schon, nicht, dass ihr euch wundert. Ich hatte gerade einen Aufnahmefehler und das hat doch nicht so aufgenommen, wie ich wollte. Ich habe das gerade schon angefangen. Ich koche hier gerade Spaghetti Bolognese mit Tüten Bolognese hier und mache gerade das Hackfleisch. Brate ich gerade an, die Nudeln kochen gerade auch schon, die hole ich jetzt auch einmal um. Sehen sehr gut aus. Ich habe da drin übrigens Dinkelspaghetti diesmal genommen, aus Versehen, weil ich habe mich vergriffen. Da sind noch ein paar Penne-Nudeln drin. Ja. Und ich benutze halt immer Tüten, weil ich halt das sehr gut finde. Also, weil ich das selber halt mag und schmeckt lecker. Und da muss man halt nur mit Wasser aufrühren, dann hat man die Soße. Ich mag es, ist nicht für jedermann. Aber so koche ich Spaghetti Bolognese. Wollte ich das auch nur zeigen. Ist halt ganz simpel. Würzen des Fleisches mit Pfeffer und Paprika. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Pfeffer ran. Weil ich mag das immer schön scharf und pfeffrig. Auch ein bisschen Paprika kommt. Jo. So. Es wird was. Riecht doch schon sehr gut. Ja. Also das ist das Spektakulärste, einfach die Soße machen. Da muss man gleich einfach nur Töten nehmen und das dann ein bisschen umrühren. Mit so einem Soßenumrührer. Wo ist die Spur? Da. Hiermit. Mit dem rühre ich gleich die Soße um. Man kann auch einfach nur einen Löffel nehmen oder so, das ist auch okay. Aber ich möchte euch dieses Geräusch ersparen. Weil jemand hat sich mal darüber beschwert, dass ich eine Gabel damit nehme, aber da hat die Person auch recht, das ist auch nicht gut für den Topf. Und der Topf ist eh schon ein bisschen wackelig. Also da muss man eine Schraube mal wieder nachziehen. Aber der ist auch schon alt, der Topf. Ich habe noch einen, der genauso die gleiche Größe hat, also jetzt nicht so schlimm. kleiner Funfact zum Topf, aber der ist halt auch schon relativ alt. Ja. Gleich ist das jetzt auch schon durchgebraten. Und jetzt können wir die Soße machen. Die Nudeln brauchen noch ungefähr 2 Minuten. Manche Leute schmecken ja auch das Nudelwasser ab. Mache ich persönlich nicht. Ich bin gespannt, weil es ja Dinkelspaghetti sind, weil ich mich ja aus Versehen verkauft habe. Die lagen ja schon länger. Ich habe das auch lange nicht mehr gemacht. So. Also Spaghetti, ich habe jetzt das letzte Mal Nudeln gegessen, habe ich, als ich diese eine andere Soße genommen habe. Vom Miracoli, wo die Nudeln mit drin sind. Die ist es auch sehr lecker im Übrigen. Nur zu empfehlen mit Cabanossi. Oder wie die heißen, das war auch sehr lecker. Aber das ist einfach nur gemischtes Hack, 500 Gramm. 2 Tüten davon, wir brauchen 500 Gramm Nudeln, Spaghetti oder sonst was. Ich mache es halt mit Spaghetti. Ich habe jetzt ein paar Penne-Nudeln drin, weil das auch noch über war. Und ich wollte meine Vorräte ein bisschen aufbrauchen, weil man muss sie auch irgendwann aufbrauchen. Und genau. Gut, jetzt wollte ich nur gucken, wie viel Wasser man da reinkippt. Man muss da... Milliliter steht auf der Verpackung. Ich empfehle euch aber nur, dass ihr nur ungefähr 200 Milliliter pro Tüte reintut. Das heißt, 400 Milliliter kommen da nur rein. Ja. Aber ich freue mich schon richtig aufs Essen, weil ich habe heute noch nicht viel gegessen. Nur Frühstück, ein bisschen Magerquark und ein bisschen Granola. Ja. Ist ein bisschen zu viel. Ja. Vielleicht noch ein klitzekleines bisschen, weil es... So ein klitzekleines bisschen, weil ich habe mich ganz voll gemacht. Jo.
Jo, das Gehackte sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt, es reicht doch von der Flüssigkeit definitiv. Jetzt tue ich die Tüten rein, hole das um mit dem Rührstab. Also mit dem, ja, keine Ahnung. Diesen Rührdings, ich weiß nicht, wie das heißt. Also, das hat meine Mutter sogar auch schon immer genommen für Soßen umrühren. Ich habe mir das ein bisschen abgeguckt. Ich habe die Küche hier, die Küche nicht, geerbt, sondern halt nur ein paar Küchenutensilien, die ich mir dann halt genommen habe, weil ja, das alles nicht mehr so benötigt wurde. Ja. Das heißt, der hat auch schon ein bisschen Legendenstatus, dieser Rührer. Wie, ja, eigentlich viele Sachen, die ich da jetzt in der Küche habe oder auch benutze oder auch nur, ja. Das vieles ist halt von meine Mutter quasi geerbt. Oh, man kann das auch wieder so ein bisschen runterstellen währenddessen, wenn die Soße macht. Im Anbraten ist es wichtig, diese Temperatur, aber es spritzt sonst irgendwann. Also die Soße ist nicht gut. Oh. Sieht ja richtig geil aus. Also oh Mensch, nein. Ich hasse das. Nein, 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 nein. Nicht spritzen, nicht spritzen. Ist okay, ist okay, ist okay. Es ist absolut okay, es ist absolut okay. Ja, ich wollte das eigentlich noch ein bisschen Wasser aufgeben, weil mir das doch ein bisschen zu dick ist. Ja, man kann auch doch lieber 500 Milligramm nehmen, wenn man zu viel Gehacktes hat. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. So ein ganz klein bisschen Wasser nur. Reicht. Okay, komm. Auf die heiße Platte. Weil mir das schon so ein bisschen zu. Aber man kann halt weniger Wasser nehmen, hat man halt eine schöne Konsistenz der Soße. Ja. Aber ist jetzt auch alles fertig. Ja, ausgemacht habe ich das. Ausgemacht ist es. Die Platte mache ich jetzt auch aus. Ich muss das jetzt runterstellen und so. So, das war's. Das ist die Soße. Und die Nudeln schütte ich jetzt ab. Wie die Nudeln aussehen, wisst ihr ja wahrscheinlich. Also, das zeige ich jetzt nicht auf Kamera. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es schmeckt bestimmt mega gut. Also, ich liebe dieses Rezept. Also, ich mag es echt gerne. Ich habe es lange nicht mehr gegessen. Und ja, euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video, eure Anna. Ciao.